Martina Hartung, Gewerkschafter, schon langsam, lange in der internationalen Arbeiterbewegung aktiv. Ihr ist es wichtig, dass Menschen sich global, weltweit vernetzen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Berlin. Erstmal vielen Dank, Daniel. Ich freue mich riesig, heute mit dir hier zusammen auf der Bühne zu stehen. Daniel ist Moderator und Kommunikationsträger und schon lange in der Bewegung dabei. Er unterstützt mit seiner Arbeit Menschen und Organisationen, die sich für den sozialen und ökologischen Wandel einsetzen. Schön, dass du an meiner Seite heute bist. Okay, danke schön. Dann bin ich auch wissen, wer euch hier durch dieses Bühnenprogramm leitet. Erstmal, alle, die vorne vom Hauptbahnhof stehen, kommt eher nach vorne, macht Platz für die Leute, die jetzt mit den Zügen ankommen und nachrücken. Das ist ganz wichtig. Wir wollen euch jetzt erstmal einen kleinen Überblick über das Programm geben, was hier heute so passiert. Also, wir haben erstmal einige politische Reden. Wir haben die Naturfreunde Deutschlands hier, dann die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und den Landesbischof Professor Dr. Cornelius Puntschuh. Dann kommt Rot für die Welt mit hier sprechen und das Jugendnetzwerk der Demo ist auch da. Dann kommt nochmal Dota und die Stadt geraten. Ja, wunderbar. Und dann wird es hier international auf der Bühne. Zu Gast ist Larry Brown aus Kanada. Ihm wird es vor allem um CETA gehen. Und es sprechen zwei Gäste von der Speakers Tour von ATTAC aus Ghana und Kamerun zu den Freihandelsabkommen mit Afrika und der Karibik. Und im Anschluss spricht sie denn von der Migranten-Selbstorganisation DIDEF über den internationalen Kampf gegen die Ausbeutung von arbeitenden Menschen. Dann können wir, glaube ich, einmal kurz Luft holen und können uns eine kulturelle Pause, Atempause verschaffen. Und dafür haben wir Mike Marcinkowski als Kabarettisten hier. Genau, dann geht es weiter mit unseren politischen Forderungen. Der Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie, Michael Effler, wird hier sprechen. Dann haben wir einen Talk mit Vertretern von Parteien. Anton Hofreiter, Bert Rixinger werden hier sein, um zu sprechen. Dann kommt nochmal aus der Kirche eine Stimme an die Politik. Pfarrer Johannes Stein wird hier sein. Dann kommt Rena Tandenz von Digital Courage, wo es viel um Datenschutz gehen wird. Wie geht's weiter? Ja, den Abschluss. Zum Abschluss schnüren wir das Paket unserer Forderungen nochmal zu. Was bedeutet TTIP und CETA für unser Wirtschaftssystem? Was bedeuten diese Abkommen für unsere Lebensmittelstandards und Verbraucherinnenrechte? Thilo Bode von Foodwatch, der euch sicherlich bekannt ist, und Roland Süß von ATTAC werden den Finger in die Wunden legen und unseren Forderungen Nachdruck verleihen. So, wir haben etwas vor, ihr seht es, wir haben ganz schön Programm, das ist nicht die einzige Bühne, wir gehen durch die ganze Stadt, dann treffen wir uns an der Siegessäule wieder. Jetzt möchte ich euch einmal hören und möchte mal hören, was haltet ihr von TTIP? Wir werden mal gucken. Freier Handel statt fairer Handel, dann möchte ich von euch hören. Stopp TTIP! Können wir das mal probieren? Fairer Handel statt freier Handel! Stopp TTIP! Wow! Krass! Ihr seid schon ganz schön viele, das ist mächtig laut hier vorne. Schiedsgerichte